Uiuiuiui. Gut, dass die hinten keine Augen haben. So, wie sieht es jetzt hier aus? Oh, ganz gefährlich. Komme ich da schon ran? Nimm mal mit. Die ist gut, die Jacke. Oh, da hinten in die Küche muss ich aber noch rein. Ich glaube, da muss ich reinkrabbeln, wa? Ich warte erstmal wieder, bis der hier vorbei ist. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scum. Wir hatten ja beim letzten Mal da die Hälfte von dem Loot-Drop da gesammelt. Ich habe halt keine Schraubenzieher mehr. Ja, was habe ich jetzt gemacht zwischen den Folgen? Ich habe mal hier wieder noch ein paar Pfeile gemacht, ne? Dass wir jetzt die 12 voll haben, dass wir noch ein bisschen üben können. Und ich habe mir eine neue Axt gemacht. Die andere, die liegt da irgendwo. Die ist ziemlich hinunter. Ja, der müsste jetzt auch bald explodieren da. Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal rüber da in Richtung dieser Fabrik, wo die Sentries sind. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Schrott und so da looten, dass wir hier die Fahne fertig kriegen. Wir wollen ja hier wohnen. Gehe ich zu Fuß? Ja, warte die paar Meter, oder? Ja. Jetzt warte ich noch. Der müsste eigentlich jeden Moment, müsste der hochgehen da. Hier sind wir weit genug weg. Er hat aufgehört zu... Dann jeden Moment, ne? Der hat doch aufgehört zu dampfen. Da! Nichts zu hören. Ja, ist die Zeit um. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich höre die Nicole schon. Ah, jetzt hattest du den guten Köcher doch da drin. Warum benutzt du den denn nicht? Ja, mein Gott, ich habe ja nur so ein paar Pfeile dabei. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, da ist mehr Platz drin. Können wir immer noch machen. Na? Ich habe jetzt auch nicht viel dabei. Nähzett, hier das mal vorsichtshalber, die mal mitgenommen. Kleinigkeit zu essen, paar Pfeile, mehr ist das nicht. Ja gut, die hätte ich jetzt auch nicht mitnehmen brauchen. Aber wer weiß. Ich will da nur mal so einen kleinen Blick reinwerfen. Das ist sehr gefährlich mit den Sentries. Dazu wollte ich noch was sagen. Ich hatte ja, kann ja hier im Singleplayer so ein paar Einstellungen machen. Habe ich auch gemacht. Die Sentries sind da. Aber... ich habe die Feuerkraft von denen runtergestellt. Heißt also, die sind gefährlich wie immer. Die schießen auch und treffen genauso gut wie immer. Aber die Treffer machen wohl nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Ich habe das ein bisschen runtergesetzt. Normalerweise ist das so ein, zwei, spätestens drei Treffer. Meistens beim zweiten Treffer ist man tot. Also die sind ziemlich heftig, ziemlich verheerend. Und möglicherweise ist das jetzt bei meinen Einstellungen so, wenn ich jetzt in die Situation komme, dass die Sentries auf mich schießen, mich auch treffen, dass ich da ein paar mehr von einstecken kann. So ungefähr könnte das sein. Ich weiß das auch nicht genau. Gucken wir mal. Wo gehe ich denn rein? Da? Ich höre sie schon. Und ich höre vor allen Dingen meine Lüfter von meinem Rechner. Und zwar tüchtig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Muss ich mal nochmal drauf achten. Eventuell lasse ich mir was einfallen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das da leiser kriegen sollte. Ja. Ich glaube, so schlimm stört das nicht, oder? So, jetzt wollen wir mal sehen. Wenn wir hier die Tür aufmachen und da steht einer, haben wir schon verloren, ne? Ja, ich weiß, ist ja so warm. Da sehe ich nichts. Ich habe Angst. Jetzt kommt einer, ne? Nicht, dass der meinen Bogen da. Der geht bis da und dreht um. Ah ja. Ich glaube, von der anderen Seite kommt auch noch einer, ne? Das war jetzt aber gewagt. So. Ich denke mal, wenn der mich da jetzt sehen würde, ich würde hier reingehen, dann würde der doch da bis zum Tor rumkommen und hier reinschießen. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance hätte hier, oder? Mal gucken. Da sehe ich jetzt nichts. Der ist ein Stück weg. Kann man hier rein? Hier ist, glaube ich, eine Tür, ne? Grauselig. Da. Da kommt er wieder zurück.
Und da sehe ich... Boah! Das war jetzt knapp. Der hat mich jetzt fast gesehen. Junge! Der kommt nicht bis hier, oder? Also hier ist die Sterbewahrscheinlichkeit durchaus. Doch, der kommt bis hier. Da entfernt sich was. Tür auf. Scheiße. Mist. Bin ich getroffen? Ich krieg mal hier. Die können nämlich teilweise durch Wände schießen. Nein! Oh, scheiße. Gleich beim ersten Mal schon entdeckt worden. Aber er hat mich nicht getroffen. Oh, guck mal. Ja, ein bisschen Schrott. Verdammt, ey. Hier durch die Fenster. Kommt er wieder. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Die haben nämlich verdammt... Der hat aber schnell von mir abgelassen wieder, ne? So, jetzt hier. Schneller. Oh, was ist das denn da? Autoreparaturset? Komme ich da so dran? Ne. Warum nicht? Muss ich aufstehen für, ne? Und wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Kann ich mich hier vor dem verstecken? Oh, er war nichts drin. Aufstehen. Fahrzeugreparaturset, wie geil. Das geht. Ein Scheiß. Eieieiei. Nein! Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Da, durch das Fenster ist das. Ey, das ist echt übel. Aber getroffen worden bin ich noch nicht. Das ist der jetzt. Der geht jetzt bis da und dreht wieder um. Das ist echt übel. Muss ich mal aufstehen. Boah. Heiligsblechle. Das ist jetzt der da, ne? Gut, der dreht gerade wieder um. Schrott auch, Schraubenzieher, siehst du? Nimm mal mit. Oh. Scheiße, jetzt haben wir da noch die Schränke, da drüben die, den noch, den. Dann haben wir alles durch, ne? Und dann hier wieder rauskommen. Kann ich das sehen von hier aus? Nee, ne? Also früher, als das in der Early Access, also als das ganz am Anfang war, da hat fast jeder Schuss von denen getroffen, ne? Das war übel. Und beim ersten oder spätestens zweiten Schuss war man tot. So. Wenn ich jetzt hier mal hochgehe, was passiert dann?
Dann steht er voll auf. Was ist das denn? Runter! Das brauche ich nicht. Hier noch. Oh, hier oben noch einer, ne? Ja, habe ich gesehen. Die Frage ist jetzt, wann kann ich hier aufmachen? Den sehe ich jetzt gerade mal gar nicht. Also hier müsste ich aber doch sicher sein, ne? Hier direkt hinter der Tür. Da kommt er. So, der kommt jetzt. Dreht um und wie ist das mit dem? Der kommt jetzt und dreht um, oder müsste er... Oh, der ist noch... Der war noch auf Alarm. Hast du das gesehen? Der hat ja noch Alarmlampen an. Geh doch schneller! Der kommt schon zurück. Ich bin zu weit gelaufen. Wo ist das Loch? So, jetzt warte ich, bis der hier vorbei war und dann gehe ich wieder raus. Da kommt er an. Ich werde interessantes. Batterie, Werken, ja, Reparaturset, ist ja schon mal ganz gut. Das bringe ich erstmal weg. Ich hätte vielleicht doch lieber hierher fahren sollen. Hä? Und das sind auch jede Menge Gebäude. Kann man noch richtig viel looten, aber das mit den Sentries, das ist schon echt übel. Irgendwann werde ich sicherlich erfahren, wenn die auf mich schießen, mich treffen, wie groß der Schaden ist. Aber ich will das nicht absichtlich machen. Ich will das nicht drauf ankommen lassen. Oh, gibt das schlechtes Wetter? So, raus. Oder wird das dunkel schon? Nee, ne, ist nur Wetter, ne? Ja, ist den ganzen Weg zurück. Ich kann da lieber mit meinem Trecker hier hinfahren. Jetzt laufe ich mir an Wolf. Boah, was ist das duster? Oh ja, da regnet es schon. Oh, die unfertige Fahne, die leuchtet. Ich habe schon bald wieder Hunger, aber ich habe ja das Brot, das ist auch gut. Dann haben wir hier auch irgendwo noch... Ich habe gerade gesehen, so ein Maisfeld und alles ist einiges hier, also verhungern werden wir sicherlich nicht. Man muss sich auch so ein bisschen ausgewogen ernähren, auch wenn man ein bisschen schneller dauert, sonst zu lange. Na, die Markierung kann man natürlich auch abschalten, ne? Aber jetzt lasst er erstmal so ein bisschen an, um so ein bisschen besser zu sehen und einschätzen zu können, wie groß das Gebiet ist, was ich da claim. Oh Gott, was ein Wetter. Das wird richtig übel. Man kann doch auch so einen kleinen Unterstand bauen. Ne? Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich könnte jetzt mein Fahrzeugreparaturset nehmen und den Trecker reparieren. Ach, guck mal, da ist ein Zombie. So. Da würde ich mal sagen, machen wir das. Nö, wieso? Den kann ich ja benutzen. Komm, mach mal den Trecker heil hier. Zack. Na, wie sieht's aus? Naja, gut halb. Qualmt der schon gar nicht mehr so sehr, ne? So, dann hatte ich da, glaube ich, den Schrott auch gefunden, wenn auch nicht viel. 5 von 8, ja. Lumpen mache ich mir jetzt da vorne aus dem Zombie. Ich will jetzt aber erstmal hier Sachen wegpacken. Inventar öffnen. Was ist das alles blöd? Alles so durcheinander, ne? Hier, komm. Rein.
Den lassen wir noch hier. Ja, allzu viel haben wir da nicht geholt. So, jetzt gehe ich den Kollegen da mal. Vielleicht kann ich ja noch mal erfolgreich. Das sieht auch doch so aus, als wenn das dunkel würde schon bald. Wo ist er? Vielleicht so von hier aus. Wie war das noch? Ich bin in die Ego-Perspektive gegangen. Dann habe ich einen Pfeil. Den habe ich deutlich drüber gemacht. Verdammt. Nee, höher. Verdammt. War vorhin, das war vorhin mehr Glück, ne? Jetzt habe ich ihn, glaube ich, getroffen, oder? Jo, hat aber auch gedauert, ne? Naja. Ja, da habe ich mit gerechnet. Da habe ich eigentlich mit gerechnet. So, mal gucken, ob wir ein paar Pfeile wiederfinden. Ja, ja, ja. Einige ganz in der Nähe hier. Ah ja, zusammenführen. Das Wetter ist aber komisch, ne? Donner, jetzt scheint die Sonne wieder. So. Habe ich eigentlich Lumpen dabei? Nur das Bündel, ne? Das macht man nämlich hier. In Lumpen zerteilen. Ach, guck mal, da ist noch ein Pfeil. So. Eins, zwei, drei. In Lumpen zerteilen. Wollen noch mehr Zombies. Ja, die sind ja wenig, aber ab und zu stromert hier mal einer rum. Oh, das sind mehr. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Kann ich den auch in Lumpen zerteilen? Jo. Das gibt wohl nur einen, ne? Vielleicht habe ich ja Glück und gibt es zwei, den habe ich ja alle, ne? Einer. Ich brauche noch einen, das geht nicht. Wie sehen eigentlich meine Schuhe aus? 48, oh, da müsste ich mal was haben. Nehmen wir die mit? Ja, einen kann ich ja mal mitnehmen. Das Auge. Wofür auch immer ich das brauche. Wetter. Und wieder Sonne, aber ist ja wirklich, wirklich komisch. Man kann so einen provisorischen Unterstand bauen. Doch, ich habe alle. Und jetzt fehlt nur noch dreimal Schrott. Ich habe sogar noch einen über. Da hatte ich schon welche reingetan, ne? Jetzt fehlt nur noch dreimal Schrott. Ja, dann haben wir die Fahne schon mal fertig. Hier. So. Und wie ist das mit dem Unterstand? Das möchte ich mal eben gucken. Aber nützt das? Soll ich mich jetzt da drunter stellen, den Regen angucken? Das macht man ja auch nicht, ne? Aber ich habe sowas gesehen. Holztür, Türrahmen, wo war denn das? Hier, nee, hier ist eine Plattform. Das ist bei Basic gewesen, ne? Zelt. Und furchterregenden Vögeln. Nee, hier ist nichts. Vielleicht da oben irgendwo bei. Manchmal ist das ein bisschen Floß.
Hier, das ist er. Was kostet der denn? Kleine Stöcke, große Stöcke, Seil und hiervon. Wie viel ein? Alter, das ist doch ein Klacks. Lass mich den nochmal bauen hier. Das heißt, er hat wieder weggemacht. Ach, so was Kleines ist das? Nein, so. So, was haben wir denn da? Nix. Ah, ich habe hier doch ein paar Stöcker rumliegen gehabt, ne? Oh, mach doch mal diese Haltung weg. Wo war denn das? Pass mal auf, den kannst du da wieder reintun. Und dann kann der auf die 3. So. Ist ja nix. Ach ja. War das das kleine Stück oder große, die ich dafür brauchte? Nehmen wir die mal mit. Und Seil, reichen die 4? Ah, 5. Was denn, große oder kleine? Ist das doof, dass man da nicht rein kann. Kleiner Stock, lange, 10 lange und 6 kleine, das ist eine Menge. Vier von 24. Ja, Seile ist auch ein bisschen was. Naja. Dann brauchen wir das alles. Naja, ist das ein Gebaue. Ja, das ist eben so, das dauert halt alles. Warte, das müsste gehen, ist nah genug. Da, den haben wir schon mal. 4 von 24. Dann nehmen wir jetzt mal den anderen. Hier ist nichts. Doch, hier ist noch was. Gott, ist noch einer. Können wir aber so nichts draus machen. Die langen. Machen wir erstmal die kurzen Stöcke, ne, oder? Alles rein, was wir hier haben. Jetzt haben wir 4 von 5 von den kurzen und 5 von 8 von den langen. Ah ja. Ist ja dann doch ein bisschen mehr. Irgendwo ein Zombie? Nö. Was ist aber auch ein Wetter? Du liebe Güte, ey. Dann nehmen wir mit hier. Kleiner Stock. Kleiner Stock. Langer Stock. Hätte ich vielleicht doch nicht zerteilen sollen, weil kleine sind ja bei den Sträuchern immer so dabei. Fehlen noch 2 lange Stöcke, ne? Und nochmal 10 Seil. Gut. Das war soweit ähnlich wie zu Hause haben. So. Langer. Kleiner. Kleiner. Es kommt wieder Sonne. Meine Güte. So weit ist jetzt noch. Ein langer Stock fehlt noch und 10-mal Seil. 10-mal Seil kriegen wir aus 5 kleine Stöcke. Wir haben hier 3. Gehen wir das noch umnieten. Ach, da ist ja auch Mais. Guck mal. Das ist doch super. Ja, das müsste ja dann reichen für ein bisschen Seil hier. Ne? Und ein langer Stock auch noch da, dann haben wir doch den Unterschlupf schon fertig. Dann habe ich quasi erstmal, wo ich sage, so, hier ist jetzt mein Zuhause. Wie wir das dann ausbauen, das wird sich dann ja zeigen. So, das Seil. Und der lange Stock. Hurra! Und da kann ich mich dann irgendwie hinsetzen oder was? Oder wie soll das werden?
Ist ja nicht jetzt die hier. Kann ich die jetzt? Da komme ich noch nicht ran, ne? So. Ja, machen wir hier hin. So, wa? Ja. Da nochmal rein. Das ist echt kitzlig da. Das habe ich mit Nähset. Ja. 10 Pfeile. Ich würde sagen, ja, aber ich fahre diesmal mit dem Trecker. Das dauert sonst alles ewig. Da ist noch ein Zombie. Da macht ja nichts. Aber das war schon nervenaufreibend. Wir gehen jetzt mal an einer anderen Stelle. Oder? Da nochmal rein. Da gegenüber in das Gebäude reingehen. Das wäre natürlich auch geil, ne? Dann das Große. Aber da muss man auch aufpassen, wie Lux, dass die eigentlich kriegen. Und dann können da auch noch Zombies sein. So, und dann lasse ich die Karre hier stehen. Aber ich drehe die um. Ich habe da immer Respekt vor, ne? Aufmachen. Gucken. Und der? Vorne die Treppe hoch, ja, und dann kann man da irgendwo rein. Ich muss ja erstmal was sehen. Hier oben in den Gebäuden, da bin ich auch schon drin gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, wo der Zugang ist. Da müssen wir auch nochmal nachgucken. Wenn ich jetzt hier reingehe und dann sofort links, da kann man so einiges looten. Weil da komme ich nicht rein. Ah, der kommt schon wieder. Ist hier eine Tür? Ja, ne, der ist gerade nicht zu sehen. Hier, bis hier vorne kommt der offenbar gar nicht, ne? Kann ich das sehen, wie weit der kommt? Ah, doch. Der kommt bis hier. Und merkst du nicht, dass hier die Tür auf ist? Nö, ich drehe mich nämlich andersrum. Haben wir bei den anderen am Arsch, ne? Den da. Ja. Scheiße! Da muss man warten, bis die gerade so im Rhythmus sich so verschoben haben, dass die gerade beide gleichzeitig von hier weggehen. Dann könnte man da vielleicht rein oder so. Der geht ja nicht bis hier, ne? Ah, der ist gerade verschwunden, aber der dreht da jetzt um, ne? Ich jetzt hier? Ich bin drin. Ach, scheiße. Da liegt Schrott. Hier bin ich geschützt, glaube ich. Das sieht er mich nicht. Jetzt warte ich, ob es dir hier vorbeigelatscht ist, bevor ich weiter reingehe. Blöd ist das, wenn dann hier auch noch Zombies drin sind. So.
Den nehmen wir einfach mit. Aufpassen wegen Fenster. Oh, hier sind keine Fenster. Das ist doch gut. Da kann man in Ruhe looten. Ui. Was ist das? Kiessack. Nimm ich. Boah, ne. Nimm ich jetzt nicht mit. Weil irgendwann braucht man das vielleicht mal, wenn man da irgendwas bauen will. Da. Schrott. Aufpassen wegen Fenster und so. Auf einmal ratatatat. Kennt das? Zombies? Hä? Leere Tasche. Hm. Oh. Nebel. Bolzen. Ist alles nicht so super wertvolles Zeug, aber naja. Nochmal Nägel. So. Du liebe Güte. Ich nehme mal lieber den in die Hand. Habe ich jetzt noch keine Zombies gehabt hier. Noch mehr Schrott. Gummi. Ich habe mir ja den ganzen Taschen mit dem ganzen Krempel voll. So. Das sieht so aus wie eine Treppe, aber ich wollte mal eben einen Blick hier reinwerfen. Nicht, dass ich jetzt plötzlich draußen bin, ne? Ah, guck mal hier. Vorsicht. Manchmal hat man... Aha. Ja, Kollege. Geh kaputt jetzt. Bolzen. Sonst ist ja nichts Gescheites. Ne. Da waren wir gerade. Was ist hier noch? Das war dasselbe. Hier ist sonst nichts weiter. Okay. So, hier waren wir gerade drin. Was steht denn hier? Anwesenheitsliste? Weiß ich nicht. Ah ja. Workshop. Da waren wir da auch drin, oder? Guck mal eben, ja. Auch mit dem Fenster da mal ein bisschen aufpassen. So, jetzt geht's da oben. Da wird's dann nochmal heiß, glaube ich. Ich mach mal hier zu. So eine Schusswaffe würde mir jetzt wirklich gut tun. Hm, natürlich. Da ist ja nichts. Oh, Vorsicht, da kann ich gesehen werden. Da vorne. Ja, da unten geht er lang. Hm? Ein Gummiring. Wahnsinn. Hier ist auch nichts weiter. So. Jetzt muss ich natürlich aufpassen hier. Husch, husch. WC. Ich gucke erstmal hier in den Nebenraum. Sind die gut, die Schuhe? 77, was haben denn meine? 46, ich nehme die mal mit. Vorsichtshalber. Vielleicht kann ich die besser hier reinpacken. Ja. Also den blöden Gummiring hier. Und einmal Schrott, passt das? Jo. Okay. Jo, das kann nicht schaden.
Uiuiui. Jetzt wird's ein bisschen heikel da. Ja, da unten geht er lang. Wenn ich jetzt aber hier geduckt bin, dürft ihr mich da eigentlich gar nicht bemerken, ne? Ich weiß nicht. Oh, der ist aber schon hart an der Grenze. Hier ist aber nichts. Doch, da ist was. Ja, die brauche ich eigentlich nicht, ne? Dann nehmen wir mal mit. Noch habe ich Platz. Ah, hier ist kein Fenster. Das ist gut. Aber auch kein Loot. Es ist doch bestimmt die Truppe von den Entwicklern, oder? Oh, da, Fenster. Nicht pausieren. Ich dachte, ich könnte da looten. Oh, da sind... Wow. Ah ja. Der kommt gleich zurück, schnell. Huiuiuiui. Gut, dass die hinten keine Augen haben. So, wie sieht's jetzt hier aus? Oh, ganz gefährlich. Komm ich da schon ran? Nimm mal mit. Die ist gut, die Jacke. In die Küche muss ich aber noch rein. Ich glaube, da muss ich reinkrabbeln, wa? Ich warte erstmal wieder, bis die hier vorbei ist. Er dreht jetzt um. Das ist echt übel. Dass er mich von da hinten aus sehen kann. Das haben wir schon durchsucht. Da noch was? Hier noch? Oh. Reicht das? Wenn der sich jetzt umdreht, bin ich im Eimer, ne? Ne, komm, warte. Warte, bis der hier vorbei ist. Da hinten ist auch so ein großes... Oh, da sind zwei! Was? Ach, das ist der da hinten von den Garagen, ne? Der dreht sich um, haut ab. Und der ist jetzt hier auch gleich vorbei. Der wartet jetzt. Dreht ein Stück. Kann ich ja jetzt abhauen hier, ne? Geh mal schneller. So, hier ist kein Fenster. Nicht rennen. Ja, so ist der normale Schritt. So. Mach mal zu. Geht's nicht noch weiter rauf hier?
Ah, hier ist das jetzt, was ich sagte. Oh, 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 oh. Hier muss ich aber liegen bleiben. So, nimm mal mit. Ich bin ja schon voll. Aber das reicht an Schrott erstmal, um das fertig zu bauen da. Jetzt krabbel ich aber bis zu den Kisten da hinten noch. Das will ich aber jetzt sehen. Die Zeit ist abgelaufen, sehe ich gerade. Aber warte mal, hier kann er doch nichts sehen, oder? Ah, ich krabbel mal trotzdem so weiter. Oh, ich sehe gerade, ich habe Durst. Aber hier ist doch nichts, oder? Ich guck mal. Nee, da ist so das Dach vor. Na, was haben wir denn hier? Nix. Nix. Ey, wehe. Das ist ja wohl Verarscherei. Ich sehe richtig die Entwickler dabei grinsen. Okay. Ah ja, nee, ist klar. Ich gehe jetzt mal hier rein. So. Mach mal zu. Und dann hier, da ist ja auch das. Das Fenster, ich glaube, hier sind wir so weit geschützt. So. Ja. Und dann sage ich mal, beim nächsten Mal hier weiter. Ich glaube, das muss ich jetzt noch machen. Ich mag das jetzt nicht hier so ganz abbrechen, mit meinem Avatar hier ausloggen, wenn der hier so. Oh, das ist doch nicht mehr viel. Vielleicht soll ich erstmal zurück und alles rausbringen. Kann ich von hier aus runter? Nee, ne? Wo steht mein Trecker denn eigentlich? Den kann ich doch sehen von hier, oder? Boah, auf jeden Fall kann man dann aufs Dach rauf. Das könnte interessant sein. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weitermachen an dieser Stelle. Bis dann, bye bye und tschüssi.